Glücklich machen auch soziale Kontakte und ein stabiles Umfeld. Viele Menschen haben das nicht oder tun sich schwer damit. Wir entführen sie jetzt in die ganz eigene Welt der Furries. Bei ihnen finden Menschen ihr Glück darin, sich als Tiere zu verkleiden. Mit ihren sogenannten Fursuits, also Fellanzügen, schlüpfen sie in eine andere Persönlichkeit. In eine Persönlichkeit, mit der sie sich oft leichter tun als im richtigen Leben. Dass dahinter weit mehr steckt als lustiges Verkleiden, berichtet Leon Hoffmann-Ostenhof, der auch bei der Furry-Parade in Linz war. Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo. Die Sonne schien, mir warms Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Die Furry-Parade in Linz. Etwa 60 Menschen finden hier auf eine ganz besondere Weise ihr Glück. Markus Schienagel hat die Parade organisiert. Sind Sie glücklich? Ich bin relativ glücklich, weil ich habe auch eine schlechte Kindheit gehabt und das darf ich jetzt auch sagen, uns Furries quasi verbindet einiges miteinander. Sei es jetzt zum Beispiel negative schulische Erfahrungen oder negative Familienerfahrungen. Also es gibt bei den meisten so negative Zeiten und da sind sie halt froh, wenn sie sich quasi so ausleben können, wie sie sind. Bei dieser Dame. Es war so nett. Sie hat mich so genommen, wie ich bin. Ich habe viele Schwächen. Zum Beispiel Deutschkenntnisse. Wenn ich nicht sprechen muss, dann weiß niemand, dass ich nicht auch Österreich stamme. Aber wenn ich nicht sprechen muss, dann mache ich nur Geräusche. Weltweit gibt es etwa 3 Millionen Furries. Wilfix ist einer von ihnen. Der graue Corgi ist männlich, hyperaktiv und liebt Purzelbäume. Ein paar Stunden zuvor in Mauerkirchen, Oberösterreich. Wir treffen die Person, die in Wilfix steckt, bei sich zu Hause. Sie hat das Aussehen und die Persönlichkeit von Wilfix entworfen. Ihren echten Namen möchte sie uns nicht sagen. Ich kenne von gar keinen den richtigen Namen. Warum? Es geht darum, dass man einen als andere Person sieht. Du kannst irgendwie nicht direkt jetzt wer anderer sein, aber du bist halt irgendwie so quasi dein Charakter. Du bist Wilfix. Wilfix hat ADHS. Die psychische Störung macht sie oft hyperaktiv und laut. Mit ihren Eltern hat sie keinen Kontakt mehr. Ich habe nicht unbedingt viele Freunde gehabt, also eigentlich so ziemlich gar keine. Weil wenn ich jetzt mit irgendwelchen normalen Leuten zusammen war, dann war ich einer meistens immer zu viel, also von der Hyperaktivität her. Damals habe ich mich immer unterdrücken müssen und ich war quasi wie in einem Cage, wie im Käfig. Ihre Gemeinschaft bezeichnet die Furries als Fandom. Wie ich damals ins Fandom gekommen bin, habe ich ganz langsam mich vortasten können und gemerkt, da kann ich mich eigentlich richtig ausbreiten. Also das ist so richtiger, wie eine Katze, die hat sich dann auch so richtig, ja. Auch ihr Freund Summit ist ein Furry. Gerade bereiten sie ihre Kostüme für die große Parade vor. Warum will man sich so zeigen? Das ist ein Ding, das ist wichtig für mich, dass man andere dann einfach zum Lächeln bringt. Es geht vielleicht dann nicht nur um die anderen Leute, sondern wenn die lächeln, dann lächeln wir halt selber. Genau, das stimmt. Der gesamte Freundeskreis von Wilfix und Summit ist auch gerade auf dem Weg zur Furry-Parade. In Wien treffen wir Rafa Bauer. Sie ist Maskenbildnerin und fertigt Furry-Kostüme an. Eines kann bis zu 20.000 Euro kosten. Dieser Rumpf wird einmal ein Opossum. Die Kostüme verkauft sie über soziale Medien wie Instagram und TikTok. Die 24-Jährige möchte nicht erkannt werden. Anonymität ist besonders wichtig, wenn man öffentlich als Furry auftritt. Dass dir jemand schreibt, bitte bring dich um, kommt sehr häufig vor. Wie oft ich Morddrohungen löschen muss, ist eigentlich krank. Es ist nicht lustig, aber man muss fast drüber lachen, weil es einfach so häufig vorkommt. Für etwas, was ich mache, nichts Schlimmes. Die Furries haben ihren Ursprung in nicht jugendfreien Comics der 1970er Jahre. Seitdem wurde der Sex immer mehr zur Nebensache. Heute geben nur etwa 5% von ihnen an, dass Furry-Pornos ein für sie entscheidender Faktor seien. Viele Furries haben Autismus. Sie haben oft Schwierigkeiten mit Körperkontakt und Gesprächen. Man muss sich nicht unterhalten.
Das ist nicht notwendig. Und auch die Berührungsängste fallen mehr weg, weil man diese zwei oder vier wirklich dicken Schichten Stoff hat. Ja, der Umgang mit Fremden ist einfacher, wenn beide ein Kostüm tragen. Das heißt, da ist ein bisschen eine Mauer da sozusagen? Oder die Mauer fällt eben weg, wenn man es so möchte. Rafa Bauer ist selbst auch ein Furry. Der Charakter, den sie kreiert hat, heißt Rox. Rox ist für sie viel mehr als nur ein Kostüm. Rox ist männlich. Er ist eine Mischung aus Waschbär und Fuchs. Es fällt Rox besonders leicht, auf andere Menschen zuzugehen. Rox ist weltoffen, sorglos und selbstbewusst. Im echten Leben bin ich sehr zurückhaltend und versuche eher durchs Raster zu fallen. Und Rox fällt auf. Ich glaube mal, so ein bisschen aus sich herauszukommen, mal diese soziale Schüchternheit zu überwinden und einfach mal bewusst im Mittelpunkt zu stehen. Es ist so ein bisschen Urlaub von einem selber. Man muss sich nicht Sorgen machen, könnten das Leute komisch finden, weil sie es sowieso komisch finden. Es ist seltsam und dadurch verliert man auch automatisch gleich die Angst. Weil nichts, was du jetzt machen kannst, ist seltsamer als das, was du eh schon tust. Wilfix und Summit sind gerade in Linz angekommen. Jetzt muss alles schnell gehen, denn gleich geht die Parade los. Ja, ich bin viel zu aufgeregt gerade. Und ist die Aufregung dann weg, wenn der Kopf drauf ist? Ich glaube ja, auf jeden Fall. Gekommen, hat mir einen Zuckerl gegeben und hat mich umarmt. Sehr nett. Ja, kommt Freude auf. Ich finde es einfach voll cool, dass die sich so trauen, weil es in Linz gibt so viele, die das wahrscheinlich voll scheiße finden und voll haten dann darauf und das finde ich nicht okay und deswegen wollte ich halt her und Erna das so sagen, dass Fans haben. Manche hier in Linz genießen die Parade nur mit äußerster Vorsicht. Weil manche Menschen vielleicht mich auch davon überzeugen wollen, dass ich mir das mal überlegen sollte oder so weiter. Dass sie das halt einfach auf die Allgemeinheit übertragen wollen. Ah echt? Warum würden sie das machen? Weil das bei vielen Sachen so ist. Also es gibt ja die ganzen LGBTQ-Sachen und so. Über die Hälfte aller Furries sind queer. Also schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell und alles dazwischen. Der Mensch hinter Miao Mi, rechts im Bild, heißt Bianca Harnusek. Sie ist Softwareentwicklerin und eine Transfrau. Früher hieß sie Michael. Da kann ich sein, was ich will, wie ich mich fühle. Und da habe ich gesehen, dass es möglich ist, dass es geht. Das macht mich glücklich. Das heißt, durch Furry sind Sie zu sich selbst gekommen? Genau. Es ist gut, da sieht man nicht meine echten Augen, weil da sind schon drin. Im 16. Wiener Gemeindebezirk treffen wir Ruby Müller. Er ist 29 und arbeitet als Installateur. Er wurde als Mann geboren. Seine Fursona, also seine zweite Persönlichkeit, ist aber eine blaue Haidame namens Reefa. Sie zu zeichnen hilft ihm, sich selbst besser zu verstehen. Manchmal zeichnet er Reefa mit Vagina und manchmal mit Penis. Brüste hat sie aber immer. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Und das tut's nach wie vor. So. Ich sehe mich gerne repräsentiert als das. Irgendwann habe ich mir natürlich gedacht, warum habe ich eigentlich eine Sona, die so aussieht? Was sagt das über mich? Wenn ich immer schon die Idee hatte, dass das quasi das Bestmögliche ich sein soll. So, ich repräsentiere ja quasi mein Wunsch selbst über meine Persona. Für Reefa, die blaue Haidame, gibt es bis jetzt noch kein Kostüm. Bis dahin ist dieser Drachenkopf sein Platzhalter. Ruby Müller weiß eben noch nicht, ob er ein Mann, eine Frau oder irgendetwas dazwischen ist. Eine Konstante gibt es aber in seinem Leben. Da
ich habe im Forum nach einem Künstler gesucht, der meine Persona zeichnen kann. Und daraufhin hat er sich gemeldet. Ja. Und dann waren wir beide zufällig auf dem Furry-Stammtisch. Und er hat sich zufällig neben mich gesetzt. Ja, ganz zufällig. Als Tiere haben sich die beiden kennengelernt. Als Menschen werden sie heiraten. Das ist ein kleiner Shrimp, weil wir beide sehr gern Sushi essen. Ja, aus Feueropalen, weil es mein Lieblingsstein ist. Die Freiheit ist ein wundersames Tier. Und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.